Ja, hallo zusammen auf Gedankenfrei. Meine Meinung über BMW-Fahrzeuge, die kennt ihr ja doch relativ gut, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt. Ich bin allerdings mal eingeladen worden von jemand, der hat drei BMWs, also drei Fahrzeuge von dieser Edelmarke, wie er sie nennt. Er sagt ja, man kann fliegen, weil die haben früher Triebwerk gebaut oder irgendwie war das so. Ja, ist richtig. Ha, genau. Er will allerdings nicht ins Bild, kann ich verstehen. Es kann auch nicht jeder so fotogen sein, wie ich bin. Jetzt muss ich bloß aufpassen, weil sonst kriege ich auch noch nicht mit. Genau. Wir sitzen jetzt auf alle Fälle in dem ersten Fahrzeug, das wo wir jetzt hier eben vorstellen. Das ist der X3, ist kein nagelneues Fahrzeug, der hat schon so einige Jährchen auf dem Rücken. Und falls jemand sagt, der filmt und der hat wieder mal, der fährt, na, diesmal fahre ich nicht selber, sondern ich werde gefahren. Ich bin nämlich hier heute tatsächlich nur Beifahrer. Also das Fahrzeug ist von 2007. X3, wie schon erwähnt, das ist X-Drive, glaube ich, hat der, ja, oder Allrad? X-Drive Allrad, ja, permanent Allrad. Genau. Kann man auch nicht, so wie ich das jetzt hier sehe, kann man nicht ausschalten oder so, sondern der hat das permanent, dauernd, ja, irgendwie. Ist ein Diesel, Euro 4. Wie viel PS hat der? 150 PS, 2 Liter, 4 Zylinder. Ah, okay. Gut. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen hier die Landschaft. Wir sind übrigens im wunderschönen Alpenvorland. Wie gesagt, der junge Mann, dem diese drei Fahrzeuge, die ich euch so nach und nach jetzt vorstelle, die nächsten Wochen gehören, der möchte nicht unbedingt gefilmt werden. Scheint aber schon zum Halten des Autos, oder? Der hat jetzt drauf 253.000 Kilometer. Ja, und das ist sehr zuverlässig. Okay. Ja. Naja, aber so zuverlässig auch wieder nicht, oder? Es war schon mal, das Verteilergetriebe, glaube ich, war schon mal kaputt, oder? Verteilergetriebe war schon mal kaputt, ja. Aber ansonsten sehr zuverlässig, also. Okay. Und wie war das? Also ich kann mich da erinnern, also ich kenne den jungen Mann schon länger. Wir sind da auf den Weihnachtsmarkt gefahren, ins nahegelegene Österreich. Und da hat immer der Heckscheibenwischer gewischt. Und wenn man den Heckscheibenwischer ausgeschalten hat, dann hat zusätzlich nur die Sprühanlage gesprüht, oder? Ja. Aber das war nur zum Kühlen des Heckscheibenwischers, ist mir erklärt worden. Also ja, er ist sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Er lässt da nichts über BMW kommen, also das muss man auch dazu sagen. Ja, genau. Das ist richtig, ja. Aber so im Grunde, also das, ich kriege das ja immer mit, also dieser BMW X3, zeigen euch nachher noch von außen, falls ihn jemand nicht kennt, es ist ein richtiger Lastenesel, also der wird tatsächlich auf die Baustellen hergenommen, da wird im Gelände damit gefahren, soweit wir das halt mit dem Fashion-LKW ist ja jetzt, kann es ein Baustellen-LKW schon fast. Ja, der wird überwiegend auf Baustellen eingesetzt. Ja, genau, und sonst, glaube ich, gibt es zu diesem X3 gar nicht so sehr viel zum sagen. Er hat irgendwie eine Teillederausstattung. Ich kann euch das nachher gerne mal zeigen. Nicht wundern. Wie gesagt, das ist ein Baustellenfahrzeug, dementsprechend ja, natürlich ein bisschen staubig und so, aber das ist halt so, das ist das wahre Leben. Nicht jedes Fahrzeug wird tagtäglich auf Hochglanz poliert. Was hat denn der nur? Hat der Tempomat oder sowas auch? Der hat Tempomat, der hat ein Multifunktionslenkradl, Klimaautomatik und ein Navi. Ah, okay. Hat einen CD-Wechsler. Navi versteckt oder wie? Oder? Nein, da kommt man ins Menü rein. Ach, so ganz ist das. Das erste ist Antenne, dann auch das Navigationssystem, Telefon über Freisprechrichtung Bluetooth und der Bordcomputer. Der hat schon Bluetooth? Ja. Wow. Okay. Und da ist halt dann über den Hebel kann man das bedienen, mhm, und sogar noch dann auf die Einstellungen nur
Bildschirm aus. Also BMW hat tatsächlich 2007 haben die schon Bluetooth gehabt. Ich habe ja das letzte Mal das Video über diese A-Klasse gemacht. Wer es noch nicht angeschaut hat, der kann es gerne mal anschauen. Da funktioniert Bluetooth im Jahre 2015 noch nicht. ja, also wie gesagt, ich bin nicht immer der alte Grantler, der wo hier auf BMW schimpft oder so. Also es funktioniert auch sehr zuverlässig, das Bluetooth. Auch das Wählen über das Multifunktionslenkerrad, das Telefonbuch abrufen, das funktioniert auch sehr zuverlässig. Okay. Na, also es scheint tatsächlich ein zuverlässiges Fahrzeug zu sein. Ich meine, klar, bei 253.000 Kilometer darf auch mal sowas wie das Verteilergetriebe oder so daherkommen. Aber ich glaube, dass der nicht so wirklich oft in der Werkstatt ist, gell? Der wird gefahren und zwar tagtäglich auch weit gefahren. Ja, eigentlich dann nur Langstrecken. Ja. Und auch mit dem Anhänger hat das Auto so keine Probleme. Ja. Ich habe einen großen Hänger, einen 2-Tonnen-Hänger. Mhm. Da spült sich das Auto damit. Okay. Das Drehmoment ist gut, was er hat. Okay. Ja, also man sieht, dass es damals tatsächlich so war, dass das BMW noch Qualität gebaut hat. Ich meine, das ist jetzt doch schon 12 Jahre alt, das Auto, und fährt heute noch. Also wenn das bei den neuen Dreizylinder-Motoren auch noch so ist, dann würde es mich sehr stark überraschen. Ja, jetzt drehe ich euch wieder mal her zu mir kurz. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem BMW X3 2,0 Diesel, Turbodiesel mit 150 PS, dann schreibt es doch unten in die Kommentare rein. Ich werde euch in einem anderen Video das Auto auch noch so ein bisschen vorstellen, von außen am Motor mal zeigen, wie immer. Und ja, sonst gibt es nichts mehr zu dem Fahrzeug zum sagen. Also es ist tatsächlich so alt, wie er ist. Wenn man so ein bisschen aufpasst bei der Probefahrt, kann man eigentlich kaufen, wenn er doch relativ alt ist und viel Kilometer drauf hat. Aber er scheint haltbar zu sein. Also er ist auch schön gepflegt. Das wird bei einem alles in der Werkstatt immer gemacht, in der BMW-Fachwerkstatt. Okay. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch mal meine anderen Videos an. In der Playlist Cars and Mores gibt es ganz viele Videos. Auch die Videos, wo ich nicht so zufrieden bin, vielleicht mit dem bayerischen Hersteller, da mit den Rotorblättern auf dem Emblem. Das sind übrigens Rotorblätter, falls es jemand noch nicht gewusst hat. Sollen es zumindest darstellen. Und abonniert noch meinen Kanal, gedankenfrei. Glocke drücken, nicht vergessen. Wir sehen uns wieder. Servus zusammen.